make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I want to hear you say. Hallo ihr Lieben, hier ist Gudrun von Stemmelfe. Ich möchte heute euch ein paar Ideen zu Ostern vorstellen und auch eine Idee mit euch nachbasteln. Wir hatten gestern unser monatliches Live, also Kadeen und ich, auf Instagram. Und die Ideen teile ich gerne mit euch und wir basteln noch ein Projekt nach. Ich fange mal an mit einer frühlingshaften Karte. Eine schöne Frühlingszeit und Sonne im Herzen, mit einem Magnet verschlossen. Und hier ist noch so ein kleiner Anhänger, den man noch beschriften kann. Gestaltet habe ich die mit dem Stempelset Flowering Rain Boots. Da gibt es ja auch Stanzen dazu. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Hier die Stiefel habe ich auf Designerpapier gestempelt. Und zwar auf dem Designerpapier Glückssymbole. Da habe ich dieses Designerpapier genommen und einfach diese Stiefel abgestempelt. Genau. Ja, die ist auch das Designerpapier verwendet und hier habe ich halt diesen Blumentopf mit den Blüten genommen. Und das ist einfach so eine Einstecktasche. Die habe ich einmal umgeklappt. Und so, dass man hier, da könnte man auch ein Geldgeschenk reinstecken. Ja, genau. Falls ihr da gerne eine Anleitung zu hättet, dann gebt mir doch einen Kommentar unter diesem Video. Dann zeige ich euch das, wie das funktioniert. Als nächstes hatte ich eine einfache Wachteleier-Schachtel. Habe ich hier mit den Osterglocken koloriert. Hier ist der Spruch vom Osterhasen. Einfach eine Manschette, die entferne ich hier. Kann ich hier öffnen und dann kommt hier so ein kleines Osternest zu tragen. Kleinen Ostereiern. So ganz große passen hier nicht rein. Dafür ist der Wachteleierkarton zu klein, aber das ist ja auch eine nette Idee, mal zu verschenken. Die bekommt ihr überall beim großen A oder überall im Internet bekommt ihr die. So, dann habe ich noch eine Idee für ein Osternest. Das ist nicht ganz voll geworden, das Osternest. Da passt noch einiges rein. Und zwar ist das eine Schachtel, die gibt es im Katalog. Und zwar nennen die sich sandfarbene Geschenkschachtel mit gewellter Kante. Da gibt es einen Deckel und einen Boden. Das ist der Deckel, den brauchen wir hierzu nicht. Also den könnte man sich so machen. Und vielleicht könnte man da auch noch ein kleines Nest draus machen. Und es gibt ja auch diese Box dabei. Also die sind wirklich ganz einfach. So einfach nachfalzen. Kann man hier verschließen. Ich habe sie ja zusammengeklebt, damit wir die Eier nicht unten rausputzeln. Aber eigentlich ist es nicht nötig, wenn man kein schweres Gewicht dabei hat. Die werden auch in den neuen Katalog übernommen, also die gibt es weiterhin. Und ich habe hier einfach Designpapier verwendet, noch als Banderole und auch als Henkel. Das habe ich aber angetackert, damit mir da nicht abrutscht der Henkel. Weil die Eier haben ja doch ein Gewicht. Ja, da war noch ein Streifenband, unten eine kleine Feder und fertig ist ein schönes Osterkörbchen.
Die nächste Idee ist auch ganz einfach gemacht. Und zwar ist es einfach aus zwei Eierstandsformen. Das sind aus den Diorama-Standsformen gemacht. Und hier innen drin habe ich ein Reagenzgläschen. Wobei das ist eigentlich aus einer Vanilleschote oder aus zwei Vanilleschoten so ein Röhrchen. Ich habe da jetzt erstmal nur so ein Kunstgras reingelegt, weil ich es ja auch im Link transportiert habe oder gezeigt habe. Dann wird mir das Wasser bei frischen Blumen rauslaufen. Ich habe hier einfach, ich hoffe, ihr könnt das sehen, einfach so eine, ja, ich habe das Röhrchen abgemessen. Das war, glaube ich, 2 cm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich habe 2 cm genommen und habe dann einfach immer von hier 2 cm nach da und hier runter. Und so habe ich dann einfach mir aus einem kleinen Stückchen Farbkarton so eine Halterung gebastelt und angeklebt. Und so kann ich jetzt hier das Reagenzgläschen reinstecken. So eine schöne Tischidee für den Ostertisch. Hier noch mit dem kleinen Küken. Die nächste Idee ist so eine kleine Schachtel mit Designerpapier. Das ist aus der Stiefmütterchenreihe. Die kann man hier öffnen, so eine Matchbox. Und hier kommen Reihen mit Eiern. Ich habe hier noch Trenner reingemacht, damit die mir nicht so durcheinander purzeln. Und hier habe ich einfach die Trenner habe ich auch ganz einfach gemacht. Ich habe halt die Höhe ausgemessen, habe unten, ich nehme mal eine Reihe raus hier, dann kann ich es besser sehen. Habe die unten festgeklebt. Wenn ihr da gerne Maße hättet, sagt mir Bescheid, dann gebe ich euch die gerne. So, ich glaube, das war's. Moment, habe ich alle gezeigt. Ja, das letzte Projekt, das basteln wir gleich. Muss mal eben ein bisschen Platz machen. Und zwar ist das so auch was für einen Ostertisch. So ein, ja, man könnte Eier, würde ich ja sagen. So eine Halterung für ein Schokoei. Nehmen wir mal den raus. Mit dem Küken und dem kleinen Entenküken. Eine Feder habe ich da noch reingesteckt. Und diese Eier sind ganz süß, die sind, haben verschiedene Sprüche. Hier steht zum Beispiel drauf, Achtung, dickes Ei. Das kommt in so einem Vierer-Set. Hier kommt, mit dir teile ich gerne. Bleib wie du bist. Und, ne, steht hier dann drauf. Ei wie lecker. Und das werden wir da jetzt basteln. Ja. Genau. Aber erstmal machen wir uns jetzt, wir kolorieren uns dieses Küken. Das Entenküken. So, ich habe mir jetzt Seidenglanzpapier zurechtgelegt. Die beiden Stempelabdrücke, die wir verwenden wollen. Und Stay-Zone-Tinte, weil ich mit den Aquarellstiften kolorieren möchte. Dann brauche ich eine wasserfeste Tinte. So, ich stempel die mir erstmal ab. Das zweite Küken. Okay. Das mache ich später sauber. Jetzt habe ich meine Aquarellstifte. Hier in der Box. Es gibt ja im Katalog 2 verschiedene Sortimente mit Aquarellstiften. Ich habe die aber alle hier in einer Verpackung. Ich habe hier Osterglocke. Ich kombiniere die aber gerne mit den Stiften von Faber-Castell, mit Albrecht Dürer Stiften. Ich habe hier nochmal 2 weitere Gelbtöne mir rausgesucht. Das Osterglocke
Und das ist Neapelgelb. Das ist noch heller. Und das ist Cadmium Orange. Also ich fange jetzt erstmal mit dem Neapelgelb an, weil das ein hellerer Ton ist. Und koloriere mir alles, beide Stempelabdrücke, in leichten kreisenden Bewegungen. Ich lasse jetzt den Schnabel und auch die Füßchen frei. Ich nehme jetzt gar keinen großen Druck. Dann nehme ich jetzt den Osterglockenstift und ich finde es bei dem Stempelabdruck wirklich toll, dass man schon sehen kann, welche Stellen dunkler werden sollen, also vom Licht und Schatten. Die sind hier nämlich schon dunkel markiert und das heißt, ich brauche nur die nachgehen. Und ein bisschen mehr Druck aufgeben. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see. Jetzt nehme ich meinen Wassertankpinsel. Die kommen ja in so einem Dreier-Set. Und ich nehme jetzt den dünnsten Stift raus. Ich hole mir noch mal eben ein Tuch dazu. Und vermale jetzt schon mal alles. Am besten testet ihr erst in der Hand, wie viel Wasser in der Spitze drin ist. Und ich gehe jetzt auf die kompletten Motive und verblende die von den dunklen Stellen auf das komplette Stempelmotiv. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw. Und jetzt finde ich, es ist an den dunklen Stellen noch zu hell. Jetzt nehme ich mir einfach den Stift, den Aquarellstift in der Osterglocke und tupft den aber gegen den Wassertankpinsel. Der nimmt ja die Farbe auf. Dann kann ich hier nochmal rübergehen, Farbe auch nachgeben. Wenn ich mich jetzt über das nasse Projekt mit dem Stift gehen würde, dann würde man das sehen, dann wären das immer die Pinselstriche. Das wäre nicht so schön. Make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. Ich tupfe das jetzt einfach ab hier, den Pinsel. Ich drücke nochmal auf den Tank, dass da Wasser nachläuft. Jetzt nehme ich für die Schnäbel und für die Füße den in Cadmium Orange. Und geht da einmal rüber, ganz ohne Druck. In kreisenden Bewegungen. Jetzt nehme ich wieder den Wassertankpinsel und blende alles. Hier nehme ich jetzt nur eine Farbe, weil die Abdrücke sind, weil die Stellen sind ja so klein. Da sieht man eh nicht, wie man es koloriert hat, richtig. So, und fertig sind wir.
Ich tupfe den Pinsel nochmal richtig ab, drücke nochmal auf den Tank. Dann ist die Pinselspitze wieder sauber. Und wir brauchen den Pinsel nicht mehr. Ich schneide jetzt die Motive eben aus und bin gleich wieder da. So, ausgeschnitten habe ich sie. Jetzt können wir, die lassen wir einfach trocknen. Und wir stempeln uns schon mal den Spruch. Ich habe hier einfach ein kleines Reststückchen in Grundweiß genommen. Und wir nehmen uns den Spruch vom Osterhasen. Und den stempeln wir uns in Memento. Er wird gerade. Ja. Dann den schneiden wir uns jetzt noch ein bisschen zu. Kürzen wir erstmal ein. Das ist einfacher. Meine Schere, die große. Schneide noch einen gerade ab. So. Das legen wir auch erstmal zur Seite. Dann brauchen wir ein bisschen Farbkarton für die Box. Legt es euch hier nochmal eben hin. Ich habe jetzt Jade genommen, weil das ist Ei. Ja, Jade kann man nicht sagen, aber es hat ja so ein bisschen einen grünlichen Ton. Mit, das kriege ich nicht raus. Hier. Und ich glaube, es passt ganz gut dazu. Und also das steht da drauf, Ei wie lecker. Ich habe ein Stück Farbkarton in 16x10 genommen und eins in 16x5. Dann braucht ihr Designerpapier und ich habe hier das Designerpapier Wellen des Ozeans genommen. Das ist ja hauptsächlich in Blau, aber es gibt auch so hellere Papiere dabei. Wie dieses hier. Das ist ja auch Jade. Und zwar braucht ihr 4 Stückchen. Eins in 4,5 x 9,5 und 3 Stück in 4,5 x 2. Das sind die 3 hier drumherum und einmal das Stück. So, jetzt nehme ich den Papierschneider. Und falls wir uns das größte Stück, nehmen wir 16x10, falzen wir uns an der langen Seite. Bei 2,5, das mache ich hier rechts, bei 7,5, drehe ich es um und falze hier links, bei 10, und bei 15, und da müsst ihr rechts direkt bei der 1 landen. Und an der kurzen Seite, da falzt ihr bei 2,5, einmal hier rechts, dreht das Papier um, 180 Grad,
Und falls wieder hier rechts bei 2,5. Das kleine Stück Farbkarton, das legen wir uns bei 5 cm an. Und falls nochmal. Der Papierschneider kann dann schon weg. Ich falte mir jetzt alle Falzlinien einmal nach. So, jetzt haben wir hier rechts die Klebelasche, die kleine, 1 cm Breite. Jetzt müssen wir uns noch hier das Loch ausstanzen für den Eierbecher, sage ich mal. Dafür braucht ihr eine Kreisstanze. Ich habe mir hier die lagenweise Kreise genommen und ich brauche den kleinsten. Wenn ihr die Stanzform nicht habt oder ein anderes Ei nehmt, dann müsst ihr mal gucken. Nehmt euch einfach eine Kreisstanze, die ihr habt, und legt das Ei da rein und guckt, ob das passt. Hier zum Beispiel würde das Ei durchfallen. Nicht sofort, aber ich kann es hier so oben wieder rausnehmen. Also die passt nicht und bei der passt es halt. Ich kann sie hier draufsetzen und sie rutscht nicht durch. So, und die lege ich mir jetzt hier auf dem linken Quadrat drauf, möglichst mittig. Also ich messe es jetzt nicht ab, mache es jetzt einfach mit Augenmaß, was ich eigentlich nie habe, und flexiere das ein bisschen und stanze sie einmal durch und bin gleich wieder da. So. Jetzt müssen wir uns das noch eben zuschneiden. Also hier rechts ist die Klebelasche. Das heißt, wir können uns das hier, die kleinen Rechtecke hier rausschneiden. Hier schneiden wir uns alles ein. Und jetzt gebe ich hier das Abreißklebeband drauf, also auf die Klebelasche hier oben. Ihr könnt aber auch Flüssigkleber nehmen, aber hier nehme ich mal ganz gerne das Abreißklebeband, weil das kann ich dann einfach gleich zusammendrücken und klebt. Nehmen wir die Schutzfolie ab. Dann drehen wir das um und klappen das jetzt hier so zu. Gehen nochmal mit dem Falzbein nach und es klebt. So, jetzt habt ihr hier die Box. Jetzt muss die natürlich noch zugeklebt werden. Dann nehme ich jetzt mein Tombo. Leg mir die Laschen, die kommen auch noch ein bisschen zu schneiden. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Den kleinen. Die kleinen Rechtecke könnt ihr euch die noch ein bisschen zuschneiden, damit sie euch nicht im Weg sind gleich. So, gebe ich hier Kleber drauf. Jetzt gucke ich eben, hier ist unsere Seite, wo wir immer drauf gucken. Das heißt, ich nehme die rechte Seite und klappe die zu. Gebe
gebe hier nochmal Kleber drauf. Und klappe die Seite zu. Das kann ich hier nochmal, weil die Seite ja noch offen ist, mit dem Falzband reingeben und gut andrücken. Das wird gleich schwieriger. Jetzt schneide ich mir hier auch nochmal eben die beiden Klebelöschen ein bisschen zurecht. Lege die hier rein. Hier haben wir die gute Seite, die wollen wir mal drauf gucken. Das heißt, ich gebe die lege die erst so und dann die. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich von hier aus mit dem Falzbein so ein bisschen reingehe und das nochmal zudrücke. So, und das wird jetzt gleich hier aufgeklebt. Vorher brauchen wir noch einen Eckenabrunder. Und ich schneide mir hier die Ecken ab. Ne? Das machen wir auch mit dem Designerpapier. Und dann können wir uns das hier aufkleben. So, jetzt können wir uns hier die Box hier aufkleben. Müsst ihr mal gucken, welche Seite ihr nach vorne haben möchtet. Welche am schönsten aussieht. Ich nehme jetzt diese nach vorne. Klebe mir hier unten Kleber auf. Und klebe sie hier auf den Boden auf. Noch mal mit dem Falzband reingehen. Und jetzt kleben wir hier an die Seitenwand Kleber und drücken die Seitenlasche an. Auch noch mal mit dem Falzband reingehen, wenn es geht. Dass es gut anzieht. Dann können wir schon die Papiere aufkleben, die Designerpapiere an Seiten wenden. So. Gut, dann können wir schon mal unsere Küken nehmen und kleben uns da der Menschnetz auf. So, jetzt habe ich mir hinten hinter dem großen Küken noch eine Feder geklebt. Machen wir mal eine schöne aus. Die ist mir noch ein bisschen zu groß. Die kürze ich mir ein bisschen. Bitte nicht mit der Papierschere, sonst wird es sehr stumpf. Guck mal gerade. So. Die,
Das klebe ich mir hier mit dem Gludert an. Dann kommt das große Küken davor, das Entenküken. Das kleine Küken. Kommt dann da vorne vor. Dann kommt noch der Spruch. Da nehme ich auch nochmal die kleinen Dimensionals. Na, ist geblieben. Ja. Den kleben wir uns hier so drüber. Ja, und das war's schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich zeige euch, meine anderen Ideen nochmal so dahin ins Bild. Noch. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!